Wir steuern auf den Höhepunkt des Karnevals zu. Jetzt bald beginnen die tollen Tage. Und deswegen ist heute bei mir eine der Karnevalsband der Region zu Gast. Und zwar Hetzblatt aus Erkelenz. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir müssen jetzt als erstes mal dafür sorgen, dass jetzt auch die Karnevalsmuffel hier nicht ausschalten. Deswegen müsst ihr mir jetzt mal erklären, was ist für euch so toll am Karneval? Feiern, Party pur. Spaß haben, Leute unterhalten, gerade für uns, wenn die auf den Tischen oder auf den Stühlen stehen, da haben wir Spaß und ich glaube, die Leute auch. Ihr seid ja in der Session quasi in ganz NRW unterwegs, tourt durch verschiedene Städte auch über NRW hinaus. Ihr habt dann teilweise auch an so einem Tag, an so einem Abend wirklich viele Auftritte. Erzählt mal so ein bisschen, wie das bei euch abläuft, wenn ihr auf Tour seid. Ja, das ist ein ganz spezieller Ablauf. Das ist das auch das Tolle am Karneval, dass du eben nicht nur einen Auftritt hast, sondern du steigst in den Bus rein, fährst dann los und hast an einem Abend ja so 4, 5, 6 Auftritte. Bist immer auf einer anderen Veranstaltung, triffst immer andere Leute, andere Stimmungen und ja, das ist halt genau dieses Spezielle am Karneval. Aber ist es nicht auch ziemlich anstrengend, wenn es auch tough hintereinander getaktet ist zum Beispiel? Also ich stelle mir das anstrengend vor. Ich glaube, für uns ist es anstrengender Spaß, wer richtig was in die Knochen geht, das sind die Techniker, die dann halt 4, 5 Mal am Tag auf- und abbauen müssen. Das geht schon in die Knochen bei denen, ja. Kommen wir mal zu eurer Musik. Ihr covert ja schon auch die bekannten Karnevalshits in euren Auftritten. Aber ihr legt den Fokus auch immer mehr auf eigene Songs. Covern kann ja jeder, aber wir können auch noch mehr. Und deshalb machen wir auch eigene Songs, gerade von Tobias, der super tolle Lieder schreibt. Und ja, Fastelär am Ring oder Mir danke ich. Und wir haben sehr viele neue Lieder auch im Fokus stehen für die nächste Zeit, die wir dann auch veröffentlichen werden. Also dann wird Hetzblatt mit Sicherheit auch mal irgendwo anders gespielt werden als nur in Sitzungen, sondern auch, man kann es ja auch jetzt schon teilweise downloaden, eigene Songs gehen allmählich nach oben, ja. Ich würde sagen, genau da hören wir jetzt mal rein. Ihr habt uns einen Song mitgebracht und ihr dürft ihn jetzt selber in diese Kamera anmoderieren. Jetzt für euch ganz neu Fastelär am Ring von Hetzblatt. Im Sommer sind wir alle Staatsfrauen und Alkoholmanne. Da ist es immer nett und ich verstehe auch jede Jack. Bei uns und Mia sind das Schönste für Maria. Doch Fastelär am Ballermann, da denkt man ja nicht dran. Die ganze Jahr. Wo wir auch sind, Fastelär spielt her am Ring. Verruchte Wälze bieten Hand auf ihre Hehe in unserer Stadt. Ihr ganze Jahr, wo wir auch sind, Fastelär spielt her am Ring. Verruchte Wälze bieten Hand auf ihre Hehe in unserer Stadt. Auf ihre Hehe in unserer Stadt. Das war Hetzblatt mit Fastelär am Ring im Seidenweberhaus in Krefeld war das. Das war eine Damensitzung. 800 Frauen haben euch da quasi zugejubelt. 832 waren es. 832 Frauen. Wir haben sie alle gezählt. Wie ist denn das für euch, wenn da der ganze Raum voller Frauen ist, die euch zujubeln? Ehrliche Antwort. Das ist ja das, wofür man das macht. Das ist ja das Schönste, was es gibt. Also das Feedback vom Publikum. Von den Frauen. Ja, klar, auch natürlich. Ist aber nicht so, dass wir nur Damensitzungen spielen. Hallo, ja. Also bei 833 Männern, die dann abgehen, ist das auch schon eine Nummer. Das ist schon okay. Ihr habt eben schon angesprochen, ne? Eigene Stücke, eigene Texte, eigene Melodien. Wie entsteht das bei euch? Wer macht die Songs? Die Songs entstehen ganz unterschiedliche Situationen. Entweder du willst was schreiben, setzt dich hin, überlegst dir was, eine schöne Geschichte, einen schönen Refrain, baust darum die Melodie oder so. Oder es kommt irgendwo ganz spontan in Einfall. Wer macht das bei euch? Ja, eigentlich die ganze Band. Und was sind so die Themen eurer Songs? Also das ist wirklich so Party-Karneval-Stimmungshits oder auch ein bisschen irgendwie mal ernstere Themen, was thematisiert ihr in euren Songs? Ernst natürlich weniger, weil du willst ja feiern. Und ernste Themen im Karneval, ich glaube, das kommt nicht so gut an. Das heißt, der Fokus ist auch schon ganz klar, Hetzblatt, Karneval. Ja, würde ich so sagen. Okay, ihr habt uns noch einen Song mitgebracht. Und den hören wir jetzt auch an, um uns hier wirklich auch in Karnevalstimmung zu bringen. Eingehakt und mitgemacht, jetzt kommt unser Hetz am rechten Fleck. Kein Schwenke mir sich und kein Hübscher am Hof. So trocken, hey, eine Tage. Für die Kneipe war voll Jecke und die Stimmung war jo. Doch hey, nur Mode für sie. Wie er hätte mit Marie Platz, wir vier und ein bisschen gespart. Doch setzt ihn einer im Wappen da
Hetzblatt wieder im Seidenweberhaus in Krefeld. Das Hetz am rechten Fleck. Auch ein eigener Song von euch. Es ist ja so, wenn ihr an so einem Tag, an so einem Abend viele Auftritte habt, dann spielt ihr wirklich immer wieder dasselbe Programm. Ist das nicht langweilig? Auf keinen Fall. Weil, wie gesagt, das Publikum ist ja immer ein anderes. Und wir versetzen uns ja in das Publikum hinein. Und können dann auch nachvollziehen, für das Publikum ist es das erste Mal. Und genauso spielen wir das dann auch, als wäre es für uns das erste Mal. Habt ihr irgendwie so eine lustige Anekdote, was ihr so erlebt habt? Weil ich stelle mir vor, so hinter den Kulissen des Karnevals passiert wahrscheinlich eine ganze Menge. Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ja, ich habe Anekdoten, da kennst du mehr. Das absolute Highlight war damals, als unser Arnold richtig voranging. Wir packten den Wagen aus und hatten die Gitarren im Arm. Und dann waren zwei Tore da. Das war in Solingen irgendwo in einem Veranstaltungsort. Links war eine Halle, rechts war eine Halle. Und dann war die Frage, wo gehen wir denn rein? Ja, nehmen wir mal rechts und wir dann volle Pulle da rein, direkt auf die Bühne. Und dann, wer seid ihr denn? Ja, Hetzblatt. Hier ist Theater, hier ist Hamlet. Ja, und dann sagte Arnold, ja, dann gehen wir wieder. Ne? Und dann hatten wir da erstmal einen Anschiss gekriegt, weil wir mitten in so einer Aufführung vom Theater gelandet waren. Und ja gut, wir haben dann noch die schwere Stahltür dann zugeknallt. Ich glaube, da sind die Leute im Saal auch nochmal von den Hockern gefallen. Und dann sind wir nebenan rein und haben dann eine Mucke gemacht. Also allein schon die Szene, als Arnold mit der Gitarre dann neben so einem Hamlet-Darsteller stand, das sah schon cool aus. Was ist, wenn der Karneval vorbei ist? Was passiert dann mit Hetzblatt? Fallt ihr in ein Loch? Nein. Wir sind ja das ganze Jahr unterwegs. Also du findest uns dann wieder auf Stadtfesten, Betriebsfeiern oder überall da, wo man uns bucht. Und wir sind eigentlich schon das ganze Jahr unterwegs. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch super Karnevalstage und auch noch ein gutes Restjahr. Und schön, dass ihr da wart heute hier bei mir. Danke. Im Backstage-Talk. Dankeschön. Und wir sehen uns wieder das nächste Mal im Backstage-Talk. Tschüss.